Hallo liebe Individualisten, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier ist mal wieder der Chris und ich möchte euch heute ein wenig über unser Schlittenhundetrainingslager in Rohr im Gebirge berichten. Die letzte Folge ist ja jetzt schon eine Zeit her, bin leider aus beruflichen Gründen nicht wirklich dazu gekommen, dazwischen was zu machen. Somit gab es auch nichts, worüber ich euch berichten hätte können. Dementsprechend berichte ich erst heute wieder nach 2 Wochen Pause. Und ihr habt es ja im Intro schon gehört, es gab heute nicht die normale Intro-Musik, sondern das Jaulen unserer Schlittenhunde. Nein, das waren keine Wölfe. Auch wenn manche es dafür halten. Wir waren seit Montag in Rohr im Gebirge, da sind wir angereist, haben das ganze Camp aufgebaut, sprich das Gemeinschaftszelt aufgestellt und Trail ausgesteckt, das heißt also die Trainingsstrecke, wird im Schlittenhundesport ja Trail genannt, und haben dann leider am Dienstag beziehungsweise auch schon am Montag, am späteren Nachmittag, einen Wetterumschwung gehabt. Es hat ziemlich viel geregnet. Der Dienstag war sowieso komplett verregnet, eigentlich der ganze Tag. Ab Mittwoch ging es dann wieder besser. Es wurde dann auch von Tag zu Tag wieder das Wetter besser. Wir haben dann schon am Freitag zum ersten Trainingslauf mit der Zeitnehmung schon wolkenlosen Himmel gehabt, super Wetter zum Fahren. Es war auch definitiv nicht zu warm für die Hunde zum Trainieren. Die Frage ist auch schon wieder aufgetaucht im Internet bzw. im Gesichtsbuch. Ist es nicht dabei noch viel zu warm zum Trainieren und so weiter? Nein, ist es nicht, weil wir hatten in der Früh gerade mal so zwischen 7 und 8 Grad um 7 Uhr und das ist definitiv nicht zu warm zum Trainieren. Definitiv nicht. Und von dem her ging das ganz gut. Die Hunde sind auch gut gelaufen. Für viele waren es eigentlich auch die ersten Kilometer in der neuen Saison überhaupt. Das heißt, sehr viele haben ja über den Sommer eigentlich mit den Hunden nicht allzu viel gemacht. Jetzt vom Rennbetrieb her oder vom Schlitten ziehen oder Zugarbeit, wie wir das allgemein nennen, sondern waren halt ja eher spazieren und wandern und solche Sachen, aber halt nicht wirklich laufen. Und von dem her waren eigentlich auch die Trainingszeiten gar nicht so schlecht, die wir da gehabt haben. Die Hunde haben sich sichtlich wohl gefühlt und wir haben auch wieder von den Teilnehmern nur positive Rückmeldungen bekommen. Das war natürlich wieder eine sehr schöne Sache für uns. Leider waren es auch heuer nicht allzu viele Teilnehmer. Aber ja, das ist halt irgendwie schon die letzten Jahre irgendwie ein bisschen ein Problem, die ganze Zeit über. Aber nicht nur bei uns, sondern generell irgendwie gehen nach und nach die Teilnehmer, weiß nicht, verloren oder weiß nicht, wie man sagen soll, aber es war auch heuer das erste Mal, dass wir eigentlich seitens der Gemeinde Rohr im Gebirge eigentlich keine Werbung bekommen haben, was ich persönlich auch sehr schade gefunden habe, muss ich sagen. Also das hat eigentlich in den letzten Jahren besser funktioniert als heuer. Heuer hat man eigentlich seitens der Gemeinde überhaupt kein Interesse an dieser Veranstaltung gezeigt, die wir da gemacht haben, was meiner Meinung nach eigentlich für eine so kleine Gemeinde wie das Rohr im Gebirge eigentlich ist, eigentlich schade und traurig ist, weil ja, es sind ja doch ein paar Leute, die kommen, die lassen auch Geld in der Gemeinde, ja, beim Einkaufen oder auch beim Bauer Hansi nebenan vom Hotel Kaiser Franz Josef und so. Und, naja, es ist halt irgendwie, ist es nicht ganz verständlich, warum da von Seiten der Gemeinde eigentlich so überhaupt nichts kommt. Ja. Also man hat auch überhaupt kein Interesse an der Veranstaltung an sich gezeigt. Wir waren eine Woche da und es hat sich eigentlich von der Gemeinde
niemand sehen lassen, also weder der Bürgermeister noch sonst irgendwer. Es ist eigentlich keiner gekommen, der irgendwie mal gesagt hat, ja, wie schaut's aus, passt eh alles, alles okay und wie geht's euch und irgendwas. Also es war irgendwie seitens der Gemeinde wirklich komplettes Desinteresse. Ich persönlich muss sagen, ich finde es einfach schade, weil könnte man sicher mehr draus machen, auch von Seiten der Gemeinde. Und wenn da ein bisschen mehr in die Gänge kommen würde, dann würden vielleicht zumindest Zuschauer kommen und sich das Ganze anschauen. Jetzt vielleicht gar nicht unbedingt Teilnehmer, aber zumindest ein bisschen mehr Publikum. Weil das einzige Publikum, was wir wirklich hatten, waren eine Handvoll Besucher und ein junger Bursche, der ja, dem noch eine sehr wichtige Rolle zukommen sollte im Laufe des Samstags, dazu komme ich aber später noch. Und der ist, ich glaube, am Mittwoch das erste Mal da gewesen oder so. Und war dann eigentlich fast den ganzen Tag immer bei uns oben und immer bei den Hunden und streicheln und spielen mit den Hunden und da und dort. Und ich denke mir halt, das könnte noch viel mehr so sein und da könnte man viel mehr noch draus machen. Und das ist halt irgendwie schade, dass da von Seiten der Gemeinde halt so überhaupt kein Interesse herrscht und überhaupt kein Wert drauf gelegt wird. Das ist halt irgendwie schade. Aber okay. Es ist halt leider so. Mal schauen, wie das die nächsten Jahre wird. Vielleicht ändert sich das auch wieder. Keine Ahnung. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall ging es dann weiter. Wir haben dann am, ich glaube, Dienstag war es, wenn ich mich nicht irre, unsere Rundwanderung gemacht. Jetzt müssen wir ganz schnell schauen. Nein, Mittwoch war es. Ja, genau, Mittwoch. Dienstag war eigentlich so, ja, reiner Trainingstag und entspannen und so weiter. Der Mittwoch war dann auch wieder natürlich geprägt von den Trainingsfahrten in der Früh. Und wir sind dann später am Nachmittag eine kleine Rundwanderung gegangen, einen der beiden Themenwege, die durch Rohr führen oder um Rohr herumführen. Und zwar war das der Themenweg Wasserholzwerkstatt, glaube ich, heißt das. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist eine Strecke mit ja, ca. 7,5 Kilometer, einiges an Höhenmetern. Das ist halt doch schon ja, Gebirge, es hilft halt nichts. Das heißt, es sind da schon einige Steigungen und Gefällestücke auch drinnen, aber alles gut zu gehen, also nichts, wo man jetzt sagen muss, das wäre gefährlich. Kann man alles problemlos machen. Und ja, es funktioniert. Und für die Runde waren wir dann ja ungefähr 1,5 Stunden sowas unterwegs, gut 1,5 Stunden. Haben dann ein Stück auslassen müssen bzw. umdrehen müssen, weil das eine Stück durch wirklich durch eine Kuhweide durchführt. Und auf dieser Weide waren auch die Kühe unterwegs. Und da haben wir dann einfach gesagt, okay, das lassen wir aus und gehen das Stück zurück und gehen dann zurück auf, also ein Stück weiter und zurück auf den Hinweg sozusagen und dann dort zurück auf die geplante Route oder auf die Originalstrecke. Hat soweit auch tadellos funktioniert, es waren halt dann keine 7,5 Kilometer, sondern ein bisschen mehr. Also ich schätze mal, das war so ein Umweg, so von in Summe vielleicht 1 Kilometer oder so. Und wir waren recht flott unterwegs. Es war, glaube ich, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ungefähr 5 Stundenkilometern. Wirklich Durchschnitt, also auch mit Pausen dazwischen, wo wir gestanden sind. Und davon hatten wir ein paar gemacht, weil uns das so nichts gestresst hat. Also von dem her waren wir dann schon ganz gut unterwegs. Das hat ganz gut gepasst. Und auf dem Themenweg gibt es halt dann so verschiedene Stationen. Ja, also da gibt es halt dann Schautafeln und sind halt dann verschiedene Sachen aufgebaut, wie zum Beispiel so ein Lausch-Experiment. Das heißt, man hat dann zwei große Holztrichter, wo man sich dann dazwischen reinlegt und dann sozusagen durch diese Holztrichter die Waldgeräusche verstärkt.
wahrnehmen kann und lauter wahrnehmen kann und dementsprechend eben auch ja, das Ganze intensiver dann irgendwie erleben kann. Oder dann gibt es irgendwelche Holzstämme, wo man drüber balancieren muss und lauter solche Sachen. Und das Ganze dreht sich halt sehr stark rund um die verschiedenen Berufe, die eben mit Wasser und Holz zu tun haben. Das ist also ein großer Schwerpunkt. Und ja, ist auf jeden Fall interessant und ist eine nette Runde. Man geht dann auch an einem Wildgehege vorbei, an einem Hirschgehege. Und es ist einfach landschaftlich super schön und es sind wirklich schöne Wege. Und ja, das kann man, also wer von euch mal in der Gegend ist, ist auf jeden Fall einen Abstecher wert. Und die Wanderung ist wirklich schön zum Gehen und kann man auch mit Kindern gehen, also das ist kein Problem. Wenn es die Kinder mit, zumindest wenn die Kinder die Kilometer, die Strecke gehen können, ist das überhaupt kein Problem. Ja, dann kam der Donnerstag, der wieder im Prinzip ein reiner Trainingstag war, ein, sozusagen fürs freie Training zur Verfügung gestanden ist und ansonsten eigentlich eher ja, nicht so ereignisreich war. Wir haben natürlich geplaudert und so, aber so im Großen und Ganzen war der Tag eher so ein, ja, in der Früh halt Training und untertags dann ein bisschen entspannen und ja, Schmäh führen, wie wir so schön sagen. Und dann am späteren Nachmittag, dann sind, ja, ist der eine oder andere nochmal rausgefahren, um nochmal eine kleine Trainingsrunde zu machen. Dann kam der Freitag, das war ja der erste Renntag sozusagen, also wobei Rennen ist es ja nicht, das ist ein Trainingslauf mit Zeitnehmung bei uns, ganz bewusst, weil wir wollen eigentlich, das war immer so unser Hintergedanke bei der ganzen Geschichte, wir wollen eigentlich nicht diesen Renncharakter haben, sondern für uns soll das Ganze eigentlich Spaß sein, es soll Spaß machen. Und es soll prinzipiell mal das Auftakttraining sozusagen in die neue Saison sein. Und gut, wir machen dann natürlich Zeitnehmung, wir stoppen die Leute mit, die Laufzeiten mit, zweimal, einmal am Freitag und einmal am Samstag. Also von dem her machen wir das natürlich und wir werten das auch aus und es gibt dann auch eine Siegerehrung und es gibt dann auch ja, Medaillen und Futtersäcke und so weiter. Das gibt's alles. Aber das Ganze hat eben nicht wirklich Renncharakter, sondern das Ganze ist ganz bewusst so gehalten, dass es eben ein Trainingslauf ist, bei dem einfach die Zeit mitgestoppt wird. Das heißt, es ist natürlich schon so ein bisschen ein Ansporn dahinter, sich mit anderen zu vergleichen, gar nicht so sehr zu messen, sondern wirklich einfach zu vergleichen, um einfach auch mal zu sehen, wo stehe ich momentan selbst mit meinen Hunden gerade vom Training her. Und wo kann ich mich vielleicht noch steigern und so weiter. Und das hat dann soweit auch ganz gut funktioniert, wobei wir einen Teil der Teilnehmer schon am Donnerstag fahren haben lassen. Wir haben das ein bisschen durcheinander gewürfelt, aus dem einfachen Grund, weil einer der Teilnehmer am Freitag in der Früh nicht starten konnte, zwar also Mittwoch schon gekommen ist, aber eben am Freitag in der Früh nach Wien musste, geschäftlich, und dementsprechend dann halt nicht starten hat können. Dementsprechend haben wir das Ganze dann auf den Donnerstag vorgezogen und haben ihn dann schon am Donnerstag gewertet und noch zwei andere auch. Aber ja, das war ja irgendwie überhaupt sowieso ein bisschen eine eigene Geschichte. Also wir haben das Ganze heuer wirklich ziemlich locker gehalten, also das war jetzt nicht so, eben nicht so dieser strikte Renncharakter mit, ja, alle zwei Minuten starten und es gibt genaue Termine und da muss da sein am Start und da fast und hin und her, sondern das Ganze war wirklich eine sehr lockere Atmosphäre und ja, passt, wir starten, wir fangen irgendwann um gegen 7:30 an und mit den Ersten, die rausfahren und ja, halt so bis um 9:30 sollten halt dann alle mal draußen sein und das war so diese dieser Charakter irgendwie heuer, also wir haben das
ziemlich locker gemacht und ich glaube, dass das gar nicht schlecht angekommen ist, weil es irgendwie diesen Charakter von dem Camp einfach oder von der Idee, die dahinter steht, ein bisschen unterstützt hat. Und ich denke, dass das auch den Teilnehmern ganz recht war, weil es jetzt nicht irgendwie so, oh, jetzt muss ich mich da stressen, weil da muss ich dort am Start sein, weil sonst habe ich da irgendwie schlecht sein und so weiter und dann stimmt das alles nicht und hin und her, sondern es war halt eher so eine lockere Partie, wo man gesagt hat, ja, passt schon, kommst halt ein paar Minuten später, ist auch wurscht, weil so viele Starter waren es nicht und somit, ja, sagst du halt, wenn du rausfährst und dann nehmen wir die Zeit und fertig. Also das war sehr locker und einfach gehalten dieses Mal eigentlich. Und ich glaube, dass das ganz gut war. Also das für den Charakter von dem ganzen Camp und war das, glaube ich, eigentlich recht förderlich. Ja, und am Freitag haben wir das eben so durchgezogen in der Früh und dann gab es nach den eigentlichen Sportbewerben, nach den Laufbewerben, sprich, wir haben da verschiedene Kategorien. Es gibt einmal die Leute, die mit Mountainbike fahren, dann gibt es die Leute, die mit Scooter fahren und dann gibt es halt noch die Kategorien mit den Trainingswagen, sprich die Kategorie Wagen D für die Leute mit ein oder zwei Hunden vor dem Wagen, wobei mit einem Hund vor dem Wagen fährt eigentlich niemand. Und die Kategorie Wagen C mit drei bzw. vier Hunden vom Wagen. Das sind die beiden Kategorien, die wir gestartet haben und gewertet haben. Und wie wir das soweit dann durch hatten, haben wir dann unseren Walking Dog Contest gehabt. Muss man jetzt vielleicht ein bisschen erklären. Walking Dog ist im Prinzip nichts anderes als Nordic Walking, aber mit Hund. Und zwar Hund am Bauchgurt. Und der Hund sollte eigentlich auch ziehen. Ja, also man sollte eigentlich gemeinsam mit dem Hund diesen Sport dann machen. Das ist so die Grundcharakteristik von diesem Bewerb. Aber prinzipiell geht es um Nordic Walking. Und wir sind da eigentlich österreichweit so ziemlich die Einzigen, die das in dieser Art und Weise anbieten. Trotzdem war das Teilnehmerfeld eine ziemliche Niederlage. Leider Gottes. Das muss man ganz offen und ehrlich so sagen. Weil wir hatten dann genau, ich glaube, vier oder fünf Starter bei diesem Bewerb. Was irgendwie eigentlich schade ist, weil es gibt so viele Leute, die Nordic Walking gehen, die auch Hunde haben und das machen. Und irgendwie, ja, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, warum man die Leute nicht dazu motivieren kann, dass sie an so einer Veranstaltung dann irgendwie teilnehmen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber okay, es ist halt so. Und von dem her muss man halt damit wohl leben. Aber schöner wäre es natürlich, wenn da mehr Leute mitmachen würden. Ja, es gibt dann noch, oder es wäre geplant gewesen, nach dem Wochentag noch das Secondhand Dog Race zu machen. Das ist auch so eine witzige Idee eigentlich. Also es geht eigentlich darum, dass an diesem Rennen nur Tierheimhunde teilnehmen dürfen. Also Hunde, die aus einem Tierheim heraus zu ihren Besitzern gekommen sind. Das ist so der Grundgedanke dahinter oder die Idee dahinter. Deswegen eben dieses Second-Hand Dog. Das haben wir mangels Teilnehmerinteresse abgesagt. Weil es hat, glaube ich, genau eine Teilnehmerin gegeben oder vielleicht zwei Teilnehmer. Aber
damit wären wir eigentlich dann auch schon ziemlich fertig gewesen. Und ja, damit haben wir das Ganze abgesagt, weil es bringt halt einfach nichts, jetzt da irgendwie für ein, zwei Leute jetzt wieder eine eigene Wertung zu machen und so weiter. Hat jetzt nicht so besonders viel Sinn, sage ich mal. Mal schauen, vielleicht finden sich im nächsten Jahr ja mehr Hunde, die da, oder mehr Teilnehmer generell, die da mitmachen. Mal schauen, wäre natürlich schön, aber ja. Ansonsten muss man diese eigentlich, wie ich finde, richtig coole Idee halt auch irgendwie wieder ad acta legen, aber ja, werden wir ja alles sehen. Nachmittag ging es dann eigentlich eher gemütlich dahin und dann gab es wie immer, oder immer, wie schon letztes Jahr, muss man eigentlich sagen, wieder unsere Nacht der Wölfe. Sprich, die Nachtwanderung in hohem Gebirge über den Themenweg, über den gleichen Themenweg, den wir eben am Mittwoch schon untertags gegangen sind. Da muss ich mir nur merken, dass ich, ja, dass wir da das nächste Mal irgendwie später weggehen sollten. Also, wir sind um 7:30, glaube ich, am Abend weggegangen und da war es halt noch nicht wirklich finster. Es ist dann im Laufe der Wanderung zwar finster geworden, aber das ist irgendwie nicht so ganz der Sinn der Sache. Also von dem her soll es eigentlich eher so sein, dass wir erst so gegen 8:30 dann nächstes Jahr dann weggehen werden, wo es dann wirklich dunkel ist. So irgendwie in der Art und Weise werden wir das dann machen. Jo, auf jeden Fall war das dieselbe Strecke, nur halt eben nicht untertags, sondern in der Nacht. Und man glaubt ja eigentlich nicht, welchen Unterschied das machen kann, ob man jetzt untertags unterwegs ist oder in der Nacht. Also in der Nacht schauen die Wege eigentlich komplett anders aus. Das ist überhaupt kein Vergleich. Und was ich da draußen einfach so faszinierend finde, ist der Sternenhimmel, den man da draußen hat. Man ist weit weg von jeder Großstadt, man ist weit weg von jeglicher Lichtverschmutzung, wie man das so schön nennt, in der Nacht. Es ist dort wirklich dunkel. Und zwar so richtig dunkel. Und damit sieht man natürlich super schön die ganzen Sterne, Milchstraße etc. Ich habe zwar überhaupt keinen Plan eigentlich, was da diese ganzen Sternzeichen und so sind und was welcher Stern ist, aber es ist einfach irre beeindruckend, wie, ja, wie klein man sich eigentlich dann fühlt und wie unbedeutend eigentlich die ganze verrückte Menschheit eigentlich ist im Vergleich zu diesem Wunderwerk Natur, wo ich jetzt einfach mal das Weltall mit einschließe, kurzerhand. Also ich finde das echt arg. Und wenn man dann so das Licht abdreht von der Stirnlampe und dann einfach mal so, man weiß, okay, man ist auf einem breiten Weg unterwegs, wo im Prinzip nichts passieren kann, wo man halt einfach so dahin geht. Und man dreht dann das Licht ab und marschiert einfach durch die Dunkelheit und schaut dann einfach nur zum Sternenhimmel rauf. Man wird dann irgendwie philosophisch, also man fängt irgendwie an zum Nachdenken und man erkennt dann irgendwo, wie klein und unbedeutend wir Menschen eigentlich sind im Vergleich zu diesem großen Ganzen. Und irgendwie ist mir da, wie wir das unterwegs waren, ein recht interessanter Gedanke gekommen. Weil ich habe mir gedacht, so irgendwie sollte man vielleicht mal so ein Art Seminar machen für so Top-Manager und so, ja. Die einfach mal mitnehmen auf so eine Nachtwanderung. Die dann irgendwann an einem Punkt einfach die Lampen wegnehmen. Und nur der Erste vorne, sozusagen der, was diese Wanderung führt,
hat noch eine Lampe und der marschiert halt und irgendwo auf einem schönen, breiten, großen Weg dreht er die Lampe einfach ab. Und irgendwann bleibt man stehen, setzt sich in die Wiese oder auf irgendwelche Bänke oder Liegen, die vorbereitet sind und schaut in den Himmel. Und gar nicht viel sagen, sondern einfach nur so das Ganze blicken lassen. Und ich weiß nicht, ob das was bringen wird, aber ich glaube, der eine oder andere von diesen Top-Managern könnte daraufhin damit beginnen, ein bisschen umzudenken. Weil man kommt dann irgendwie drauf, Wohlstand, Geld, Reichtum, was ist das eigentlich? Das sind ja alles künstliche Werte, die vom Menschen eigentlich erfunden worden sind, um eine Gesellschaft zu strukturieren und zu organisieren. Ja. Aber das ist nichts, was der Mensch zum Leben braucht. Also rein prinzipiell, also rein von Natur aus. Ja. Klar, der Mensch braucht was zum Essen, der braucht was zum Trinken. Keine Frage. Ja. Der braucht irgendwie, oder hat er halt dieses Bedürfnis, irgendwie so ein bisschen ein Dach über dem Kopf zu haben. Ja. Sei das jetzt ein super schönes, tolles, modernes Haus, niedrige Energie und was weiß ich was, oder sei das eine Höhle. Ja. Aber mir ging es zumindest so, ich habe da wirklich stark zum Philosophieren angefangen, für mich selbst. Ja. Und habe mir dann einfach so gedacht, so irgendwie, wie unnötig ist das eigentlich alles? Ja. Dieses ständig nur arbeiten und dieser Zwang irgendwo zum Geld verdienen. Und eigentlich will ich Dinge machen, die mir Spaß machen. Ich will schon irgendwie was Sinnvolles tun. Ja. Ich will jetzt nicht irgendwie nur meinen Hobbys nachgehen, sondern das soll schon irgendwie was Sinnvolles sein. Ja. Und das soll für mich irgendwie auch was bringen. Ja. Also auch der Gesellschaft vielleicht was bringen. Ja. Ich sag mal so Produktentwicklung in der Automobilindustrie und so, das ist so grundsätzlich schon ein Job, der in die Richtung geht und der mir Spaß macht. Ja. Also das trifft diesen Kern schon ganz gut, aber so dieses ganze Drumherum mit, ach, das muss aber genau da fertig sein und keinen Tag später und da müssen wir da und da müssen wir dort und ja, da drehen wir aber nochmal alles um und so weiter. Also alle diese Sachen, die da dann mit hineinspielen und dann muss man Überstunden machen, weil sonst wird man nicht fertig und da und dort und hin und her. Das ist alles irgendwie so, ich weiß nicht, so sinnlos irgendwie. Ich weiß nicht, das passt für mich irgendwie nicht wirklich zusammen. Ja, irgendwie kommt man da einfach ins Nachdenken und überlegt sich dann einfach so irgendwie, wie soll man eigentlich in Zukunft unsere ganze Gesellschaft gestalten? Ja, es geht jetzt gar nicht so sehr darum, ob ich jetzt arbeiten will oder nicht. Ja, ich habe überhaupt kein Problem damit, arbeiten zu gehen. Ich habe auch mit meinem Job überhaupt kein Problem. Ja, heute verstehst du das nicht falsch. Aber also dieses Grundprinzip dahinter stelle ich für mich einfach in Frage. Ja. Also rein philosophisch betrachtet. Ja, also es geht mir wirklich darum, so ein bisschen zu hinterfragen, für mich selbst auch zu hinterfragen, wo führt dieser Weg eigentlich? Dieser Weg, dieses ständig noch mehr und ständig noch mehr verdienen und ständig noch mehr Produkte zu machen und noch mehr Produkte zu verkaufen und da und dort und hin und her. Ist das wirklich der Weg, der uns langfristig ans Ziel führen kann? Oder wäre es nicht doch vielleicht irgendwie geschickter, wir würden uns einfach mal an den Bedürfnissen der Menschen orientieren und einfach mal schauen, okay, was brauchen die Menschen wirklich? Und wie bringen wir das Ganze so hin, dass wir nicht von, sondern mit der Natur leben können? Das ist dann nämlich gleich das nächste Thema in der ganzen Geschichte. Ne? Weil jetzt hast du zwar Ressourcen und dann dort und dann wirklich neue Produkte und was weiß der Teufel, was alles. Aber irgendwie sind das alles Dinge, die von der Natur zehren. Ja, und unsere Rohstoffe, die wir irgendwie nicht nachhaltig gewinnen, die sind nicht unerschöpflich. Egal, ob das irgendwelche Erze sind, ob das
Erdöl, Erdgas oder sonst irgendwas in die Richtung ist, ob das Kohle ist, was auch immer, das sind alles Rohstoffe, die sind endlich, die sind nicht grenzenlos auf unserem Planeten vorhanden. Und so diesen philosophischen Schritt weitergedacht, was ist, wenn das alles aus ist? Ja, oder wenn auch nur eine dieser Rohstoffquellen endgültig versiegt. Ja, wenn einer dieser Rohstoffe endgültig weg ist, egal welcher das ist, egal ob das Eisen ist, egal ob das Erdöl ist, egal ob das Aluminium ist, ob das sonst irgendwas ist, völlig wurscht. Ja. Was da alles dranhängt, ist ja der Wahnsinn. Und da stelle ich mir halt irgendwo so philosophisch die Frage, muss das sein? Oder könnten wir das nicht auch irgendwie anders lösen? Naja, wie auch immer. Ich bin mal wieder ziemlich oft auf mich unterwegs. Naja, macht nichts. Ich habe seine eigene Kapitelmarke dann dafür. Auf jeden Fall sind wir dann zurückgekommen von unserer Nachtwanderung, so gegen, was war es, 9:30 Uhr? So irgendwas. Wir haben das Ganze relativ gemütlich angegangen und sind da gemütlich im Prinzip spaziert. Haben uns da uns nicht allzu viel Stress gemacht, was das angeht. Haben dann den Abend nochmal wieder mal in unserem Gemeinschaftszelt verbracht. Und ja, mal wieder auch mit so einem Flug zum Mars. Das war auch so eine Geschichte dieses Mal am Camp. Wir haben irgendwann am Dienstag, glaube ich, es war sogar noch am Montag am Abend, haben wir die Idee geboren, ich weiß gar nicht mehr aus welcher Situation heraus, auch irgendwann spät am Abend, wie wir zusammengesessen sind. Ich glaube, wir waren 5 Leute, die da benannt gesessen sind an einem Tisch. Es war sicher schon 11 in der Nacht oder so. Und wir haben die großartige Idee geboren, wir setzen uns jetzt in eine Raumkapsel und fliegen zum Mars. Und wir werden jetzt die ersten Menschen am Mars. Das darf man natürlich jetzt nicht allzu ernst nehmen. Ja, also das Ganze war im Prinzip ein reines Gedankenspiel. Und wir haben uns halt dann im ersten Schritt mal Gedanken gemacht, mit welcher Rakete müssten wir da eigentlich fliegen? Ja, weil da braucht man ein bisschen Schub und ein bisschen Energie, dass wir da mal von der Erde wegkommen. Vor allen Dingen einen großen Impuls brauchen wir. Wer sich dafür genauer interessiert, was die technischen Hintergründe dazu angeht, dem empfehle ich an dieser Stelle den Podcast Raumzeit. Podcast von der ESA und dem DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die machen diesen Podcast oder lassen ihn machen. Übrigens ein sehr interessanter Podcast, kann man viel lernen. Und ja, haben uns dann überlegt, okay, also eine Ariane kommen wir jetzt mal nicht in Frage, einfach weil die diese Energie nicht aufbringen kann, diesen Impuls nicht aufbringen kann, den man da braucht, um den Erdorbit wirklich verlassen zu können. Aber dafür ist die Ariane schlussendlich auch nicht gebaut. Gut, ich meine, man kann schon, man kann schon Sachen wegschießen, auch aus dem Erdorbit. Also es ist nicht so, dass man mit der Ariane nur geostationäre Satelliten machen kann. Ja. Es gab schon Mars-Missionen und Venus-Missionen und Sonnenmissionen und alles Mögliche, die mit der Ariane-Rakete gestartet sind. Ja. Das gibt es alles. Gab es in der Vergangenheit und wird es auch in Zukunft noch geben. Aber was ich jetzt meine, ist so richtig bemannte Raumfahrt, ja, eine bemannte Raumkapsel da irgendwie zum Mars zu schießen, dafür wird wohl die Ariane einfach nicht stark genug sein, weil sie einfach diese Last nicht transportieren kann. Oder die Last schon transportieren, schon, aber nicht so weit beschleunigen, dass man den Erdorbit verlassen könnte. Und das ist der entscheidende Punkt. Man muss aus dem Schwerefeld der Erde ja mal raus. Gut, das haben wir weiter überlegt und haben uns dann schlussendlich irgendwie dazu entschlossen, nachdem es ja die Saturn-Raketen auch nicht mehr wirklich gibt, wir fliegen mit einer russischen Rakete. Mir fällt jetzt allerdings der Modellname gerade nicht ein, ist allerdings, glaube ich, auch eine, die schon lange nicht mehr gebaut wird. Weiß ich aber jetzt gar nicht.
ja, auf jeden Fall, dann waren wir mal unterwegs, ne? Rein gedanklich. Und wir haben dieses ganze Szenario halt praktisch täglich weitergesponnen, ja, und weitergespielt und sind dann irgendwann am Mond vorbei zum Zwischentanken, ja, also dort war dann die Tankstelle, weil wir brauchen ein bisschen Sprudel. Dort haben wir dann einen unserer Insassen verloren quasi. Der hat gemeint, naja, bleibt jetzt da. Und die anderen sind dann mal so weiter und wir sind dann sogar schlussendlich am Mars angekommen, zumindest mal im Mars-Orbit, ne? Die Umlaufbahn um den Mars. Dann stellt sich natürlich gleich das nächste Problem, weil irgendwie müssen wir landen auch. Ja, weil, naja, irgendwie sollte man da jetzt runterkommen, weil sonst kommen wir nicht auf den Mars, sondern nur zum Mars. Wir wollen aber runter. Ne? Also dann, ja, dann gab es halt so, haben wir halt wieder so verschiedene Szenarien durchgespielt. Ne? Wie könnte man das machen mit Fallschirmen, mit Düsen, mit irgendwelchen überdimensionalen Gummibällen, die man da vielleicht aus Fernsehshows und so kennt, wo man dann so quasi drinnen sich reinsetzen kann und dann quasi da mal dumm fahren kann oder so überall andonnern kann und was passiert. Haben uns aber schlussendlich nicht wirklich entscheiden, wie wir es machen werden, aber wir haben uns darauf geeinigt, wir sind jetzt unten. Ja, und irgendwann nächstes Jahr werden wir dann wahrscheinlich uns überlegen, wie wir wieder zurückkommen, weil wir wollen ja, also das Problem war, irgendwo, es gibt ja, ich meine, wir kommen jetzt hin, ja, wir sind jetzt dort, nur wir haben ein Problem, ne? Wir haben in der Zwischenzeit schon alles Mögliche verdestilliert und was weiß ich, weil zum Trinken brauchen wir ja auch was. Und, also ich persönlich jetzt weniger, aber beziehungsweise gar nicht, aber also die anderen Mitreisenden sozusagen, ja, und der Nachschub da oben ist halt ein bisschen schwierig. Ne? Also selber brennen ist irgendwie schwierig. Also müsste man das irgendwie immer wieder von der Erde nachbringen und das ist halt irgendwie auch mühsam. Ne? Also haben wir uns dazu entschlossen, also wir müssen dann auch wieder zurückkommen. Also, aber wir wollen natürlich auch dann, wenn wir wirklich zurückkommen wollen, trotzdem einen wissenschaftlichen Dienst dienen. Ne? Also wir wollen zumindest so irgendwelche Proben oder irgendwas vom Master zumindest wieder zurückbringen. Ne? Und ja, jetzt scheitert es aber natürlich dran, okay, jetzt sind wir da unten, aber wie kommen wir da jetzt wieder weg? Naja, mal schauen, was uns da noch einfallen wird nächstes Jahr. Aber das war halt dann so dieser Insider, der Flug zum Mars. Allabendlich im Gemeinschaftszelt. Und ja, da kam der Samstag. Und Samstag war der zweite Tag mit Zeitnehmung. Das heißt, es war dann sozusagen der zweite Durchgang, der gewertet worden ist. War natürlich auch gleich wieder in der Früh. Einfach den Temperaturen geschuldet, weil es dann natürlich untertags einfach zu warm geworden wäre, als dass wir mit den Hunden noch fahren hätten können. Zumindest im Rennbetrieb oder Trainingsbetrieb mit Zeitnehmung. Also auf doch irgendwo Leistung und Geschwindigkeit zu fahren. Bei Außentemperaturen weit über 20 Grad macht es nicht viel Sinn. Ja, also im Gegenteil, es würde den Hunden nicht gut tun, deswegen gleich wieder in der Früh. Und nachdem das Ganze dann erledigt war, mussten natürlich dann noch die ganzen Auswertungen gemacht werden und so weiter. Und wir hatten dann um 14 Uhr unsere große Siegerehrung, die wir heuer erstmals in unserem Gemeinschaftszelt gemacht haben, weil wir haben uns vor ein paar Monaten ein neues Vereinszelt gekauft, ein richtig großes. Das Ding ist ziemlich groß, weil das hat, ich glaube, 8x6 Meter und das hat schon richtig Platz drinnen, also da kann man echt was unterbringen. Und wir haben dann gesagt eben, okay, wir machen dieses Mal am Nachmittag die Siegerehrung im Zelt und nicht wie sonst üblich eigentlich dann am Abend im Hotel Kaiser Franz Josef, was ich es rausbringe. So wie das eigentlich bis jetzt die letzten Jahre immer üblich war. Wir sind aber am Abend natürlich trotzdem rübergegangen, weil zum Essen und so machen wir das ja trotzdem. Aber
die Siegerehrung haben wir eben vorher schon gemacht. Hat einfach auch praktische Gründe, weil wir dann nicht das ganze Zeug vorschleppen müssen, wieder zurückschleppen müssen und so weiter, sondern das einfach wirklich vor Ort am Camp einfach machen können. Ja, und an dieser Stelle kommt jetzt dann auch der kleine Bursche wieder ins Spiel, von dem ich euch ganz am Anfang erzählt habe, nämlich der Michi, der, wie gesagt, eben die ganze Zeit bei uns, bei uns war und ja, auch immer bei den Hunden und Hundestreicheln und so. Und wir waren eigentlich schon fertig mit der Siegerehrung, es war dann, ich glaube, 2:30 oder so, kurz nach 2:30. Und wir hatten dann um 16 Uhr einen Workshop angesetzt. Und ich denke auch, dieser Workshop ist verdammt einzigartig in Österreich. Das ist nämlich ein Workshop Erste Hilfe am Hund. Und das Ganze wirklich getrimmt auf Schlittenhunde. Also der Schwerpunkt, das war zwar so schon allgemein kritisch, aber der Schwerpunkt war eben wirklich für diesen Workshop auf den Schlittenhundesport sehr stark gerichtet. Und ja, die Tierärztin ist gerade gekommen, die Uli, und wir wollten eigentlich schon anfangen, gerade zum Vorbereiten. Und sie fragt uns noch so, gibt es irgendwas? Und so sagen wir, nein, passt eh alles, nichts passiert und so, alles gut gegangen bis jetzt und so. Und dann kommt plötzlich der Michi und meint, was ist mit dem Hund? Lebt er noch? Und natürlich waren sofort alle nervös und Panik, und also Panik nicht, aber was ist da los? Ne? Und wir sind natürlich zu dem Hund hin und dann auch die Tierärztin. Wir haben es jetzt schlussendlich nicht ganz rausbekommen, was wirklich los war. Der Hund hat auf jeden Fall gekrampft. Und schwer zu sagen, was es jetzt wirklich war. Es war mal definitiv keine Überhitzung vom Laufen. Also die kann mal definitiv ausgeschlossen werden, weil der Hund ist vorher stundenlang nicht gelaufen. Also es war, wie gesagt, die Trainingsläufe waren in der Früh und das war wirklich erst am Nachmittag. Also von dem her kann es mal garantiert nicht gewesen sein. Am wahrscheinlichsten bei der ganzen Sache war dann eben, dass es sich wahrscheinlich um einen epileptischen Anfall gehandelt haben könnte. Wobei es schwierig zu sagen ist, wodurch er ausgelöst worden ist. Aber das Ganze war natürlich jetzt einfach nur mal so eine erste Vermutung. Da muss man natürlich jetzt mal genauer nachgehen und schauen, was es da hat. Ja. Bin mal gespannt, was da in den nächsten Wochen noch rauskommen wird, was da sein wird. Auf alle Fälle an dieser Stelle an den Michi nochmal ein großes Dankeschön und ein großes Lob. Weil so hatten wir die Möglichkeit, den Hund gut wie möglich zu versorgen. Mit kreislaufstabilisierenden Notfalltropfen und mit Magnesium, mit Kalzium, mit Traubenzucker und so weiter. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir sowas nicht mehr haben, aber war auf jeden Fall gut, dass das Ganze so gelaufen ist, dass da die Tierärztin schon da war. Und ja, und es war halt dann im Nachhinein schon eine interessante Situation, weil sie vorhin noch gefragt hat, ja, passt eh alles und so, und ich noch, ja, passt alles, super, wunderbar, nichts gewesen und so. Und keine 2 Minuten später plötzlich kabumm, ne? Also das war schon eine interessante Situation auf alle Fälle. Wir haben auf jeden Fall dann, nachdem sich das alles beruhigt gehabt hat, dann fertig aufgebaut für den Workshop. Nachdem das Ganze sich, ja, der Hund wieder stabilisiert war und wieder in Ordnung war und ja, auch sonst keine
Anzeichen mehr von Beschwerden eigentlich gezeigt hat, haben wir dann für den Workshop aufgebaut und haben dann pünktlich oder fast pünktlich um 16 Uhr mit dem Workshop Erste Hilfe einem Hund begonnen. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an die Uli, die wirklich da einen ganz, ganz hervorragenden Vortrag gehalten hat, die das alles super erklärt hat, auch der praktische Teil war gut. Und das war wirklich absolute Spitzenklasse, was sie da gemacht hat. Und ja, vielen Dank nochmal dafür auf jeden Fall. Ist super angekommen bei allen. Sie ist auch wirklich auf alle Fragen eingegangen, die wir hatten. Und ja, man hat halt einfach gemerkt, die ist wirklich Tierärztin und die weiß einfach, von was sie da redet. Und ja, ich werde schauen, dass ich euch dann irgendwo noch den Link einbaue, wo ihr sie vielleicht finden könnt. Ich hoffe, ich finde da was von ihr, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall jede Menge Fotos dazu. Die gibt es dann auf jeden Fall verlinkt in den Shownotes. Ja, da wird es auf alle Fälle. Ja, der Workshop ist absolut genial gewesen und ich denke, wenn wir es schaffen, dass wir das wiederholen, nächstes Jahr vielleicht einmal, dann kann sich das wirklich super etablieren und würde mich wirklich freuen, weil das ist wirklich verdammt gut gewesen. Und waren auch viele Sachen dabei, die wir ich habe ja gemeinsam mit unserem Präsidenten einen Erste-Hilfe-Workshop oder Kurs für Hunde gemacht bei den Johannitern in Wien. Vor, wann war das, 2 Jahren oder so? Das sind schon 3, keine Ahnung. Auf alle Fälle muss man da sagen, das war absolut und überhaupt kein Vergleich. Ja. Also man hat einfach gemerkt, die Uli ist wirklich Tierärztin und kann da wirklich sagen, okay, so sind die Sachen und kann das auch erklären, warum das so ist. Was irgendwie bei der Vortragenden von den Johannitern ganz ehrlich gesagt nicht so der Fall war. Also das hat schon gepasst, ja, grundsätzlich. Die Sachen waren zum großen Teil auch richtig und okay. Aber problematisch geworden ist es halt, wenn man dann irgendwie eine Frage gestellt hat, die, sag ich mal so, in dem Manuskript oder in dem Vortrag nicht vorgesehen war, dass die behandelt wird. Und da hatte die dann irgendwie ein Problem. Die war auch keine Tierärztin, muss man auch dazu sagen. Ja. Also das muss man an der Stelle ganz klipp und klar sagen, das war keine Tierärztin, die das gemacht hat. Damals. Und den Unterschied merkt man halt dann natürlich schon, ob das jetzt eine Tierärztin ist, so wie das bei uns der Fall war, oder ob es, weiß ich nicht, eine Rettungssanitäterin ist, die halt das vorbereitet hat, gemeinsam zwar mit einem Tierarzt, aber halt jetzt nicht wirklich Veterinärmedizin als. Das macht natürlich schon einen Unterschied. Und das hat man einfach gemerkt. Ja. Also, ohne dass ich irgendwie großartige Werbung machen zu wollen oder so, aber es ist einfach, der Unterschied war schon gewaltig. Einfach vom persönlichen Empfinden her, ja, dass man einfach sagt, so das Gefühl, was man hat bei so einem Workshop, ja, dass man einfach so das Gefühl hat, so, okay, das hat funktioniert. Ja, und das hat gepasst. Die weiß einfach, von was sie redet. Die hat wirklich Ahnung von der Materie. Und die kann auch mal was fragen, was vielleicht so ein bisschen ab ist von dem eigentlichen Thema. Und wo man dann sagt, ja, ich habe da letztens irgendwie das und das gehabt und habe halt das und das gemacht. Oder war das richtig oder hätte man da irgendwie das anders machen sollen oder können und so weiter. Oder noch mehr machen können vielleicht. Und die hat dann sofort gesagt, okay, ja, passt, das und das und ja, hat gepasst, was du gemacht hast oder naja, besser wäre gewesen, das so oder so zu machen oder man hätte zusätzlich noch das und das machen können und so weiter. Also das war einfach vom Empfinden her, war das einfach deutlich besser und ja, ich hoffe, dass wir das wiederholen können und
ich denke, es gab da großes, großen Gefallen an diesem Workshop, und ich glaube, es war ein riesengroßes, positives Feedback, was es da gegeben hat, und auch schon jetzt vor Ort bei uns, und ich denke, dass da wirklich jeder was für sich mitnehmen hat können. Ja, auch ich persönlich muss sagen, ich habe wieder einiges mitnehmen können. Also waren natürlich ein paar Sachen oder viele Sachen dabei, die mir von dem Kurs bei den Johannitern schon geläufig waren und bekannt waren, wo ich aber einfach bei dem Workshop jetzt einfach nochmal so ein paar Sachen zusätzlich mitgekriegt habe, ja, wo ich mir einfach gedacht habe, hey, okay, so und so ist das. Ja, passt, ne? Also da waren schon so ein paar Sachen dabei. Sie ist da schon einfach tiefer in die Materie reingegangen. Hat dann eben auch im Hinblick auf unseren Schwerpunkt mit den Schlittenhunden, und das ist das, was ich an der Sache so toll gefunden habe, sie hat eigentlich versucht, sich wirklich daran zu orientieren, an unserem Sport, den wir mit den Hunden machen. Und hat eben versucht auch zu sagen, okay, jetzt Unterkühlungen, naja, werden jetzt bei uns eher nicht so häufig irgendwie das Thema sein, dass das irgendwie passieren könnte, einfach aufgrund der Fellstruktur von unseren Hunden. Und weil die ja einfach, also die richtigen Schlittenhunde, ja, für diese Temperaturen auch gemacht sind. Klar, wir haben auch andere Hunde dabei, die jetzt keine klassischen Schlittenhunde sind, wo das vielleicht mal ein Thema werden könnte im Winter. Deswegen haben wir das dann im Thema ja dann auch gemacht. Aber sie hat gleich gesagt, ja, wird wahrscheinlich bei euch weniger so sein, aber schauen wir es uns trotzdem an, so quasi. Weil es ist trotzdem gut, wenn man es weiß, weil es kann jetzt nicht nur, also Unterkühlungen können jetzt nicht nur auftreten, weil es jetzt draußen kalt ist, sondern Unterkühlungen können ja auch Schockreaktionen sein und so weiter. Also das kann, also Unterkühlungen können ja verschiedenste Ursachen haben. Ne? Von dem her ist ja das trotzdem nicht irrelevant für uns. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, deutlich geringer ist als jetzt zum Beispiel ein Hitzeschock, ein Hitzschlag. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher, weil unsere Hunde ja laufen und arbeiten. Und dementsprechend, wenn die, ich sag mal, Umweltbedingungen drumherum gerade irgendwie ungünstig sind, ja, wenn es warm ist, hohe Luftfeuchtigkeit, was auch immer, dann kann es natürlich passieren, dass der Hund überhitzt. Man muss aber dazu sagen, auch das ist wirklich selten. Also richtig selten, dass das wirklich passiert. Weil im Normalfall kennen die Hunde ihr Limit. Also zumindest mal die Schlittenhunde kennen ihr Limit. Die wissen genau, okay, jetzt muss ich zurückfahren. Ja, gutes Beispiel dafür sind eben so Sachen, du fahrst mit den Hunden, so wie wir es jetzt gehabt haben, bei uns ein Rohr, du fahrst in der Früh raus, du fahrst über die Wiese, die Sonne scheint schon, ja, es ist vielleicht schon 8:30 oder so, wenn du rausfährst, die Sonne scheint und du fahrst über die Wiese. Der Hund läuft, aber du merkst, er läuft nicht auf vollem Tempo, ja, denn du kennst ja deinen Hund. Du weißt, okay, wenn der wirklich Vollgas gibt, wenn der Stoff gibt, dann läuft der nochmal deutlich schneller, ja, und zieht mehr und so weiter. Das heißt, er nimmt sich bewusst ein bisschen zurück. Sobald du dann in den Wald kommst und es wird kühler, plötzlich gibt der Hund Stoff und zieht, so wie du das kennst von ihm, ja, und gibt Gas. Sobald du wieder auf die Wiese rauskommst, schaltet er wieder zurück. Und das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie speziell trainiert ist oder was jetzt irgendwie an einem Hund besonders ist, sondern im Normalfall haben die Hunde das drinnen. Die wissen, was sie leisten können. Die wissen, wie weit sie gehen können. Es gibt natürlich Hunderassen, die so gezüchtet worden sind in der Vergangenheit, dass die das so ein bisschen verlernt haben. Ja? Dass die einfach laufen bis umfallen. Solche Rassen gibt es. Jetzt übertrieben gesagt, das stimmt jetzt auch nicht ganz, ja, aber so übertrieben gesagt, es gibt Hunde, die laufen bis umfallen. Das kommt vor. Aber dass das wirklich passiert, das ist extrem selten. Dass ein Hund wirklich einen Hitzschlag hat beim Ausüben einer Schlittenhundesportart, ja, dass der einen Hitzschlag hat wirklich bei der Zugarbeit,
Das ist extrem selten. Das kommt ganz, ganz selten nur vor. Und aber die Gefahr besteht und die Gefahr ist schon noch mal größer als eine Unterkühlung. Dann war das natürlich auch ein großer Punkt, einfach wie bringe ich den Hund runter, ja? Wie kühle ich den Hund richtig, wo fange ich an, wie mache ich das am geschicktesten, ja? Weil einfach ins kalte Wasser schmeißen ist auch keine gute Idee, ja? Weil das kann zu einer Schockreaktion führen. Also muss man natürlich dann schauen, okay, wo fange ich dann zum Kühlen an, wie fange ich zum Kühlen an, wie mache ich das, ja? Und so weiter. Wer sich da genauer dafür interessiert, kann ja gerne mal einen unserer Workshops besuchen. Hey, nein, Spaß beiseite. Ich verlinke euch das natürlich alles, ja, ich verlinke euch auch die entsprechenden Seiten dazu, wo man die Informationen rund um die Workshops auch findet und so. Also, wen es interessiert, der soll sich es einfach anschauen. Kann mit uns natürlich auch gerne Kontakt aufnehmen. Aber ist es nicht so, dass ich da jetzt irgendwie bewusst jetzt sagen will, so, ja, Leute, kommt zu uns, weil nur wir sind die Besten. Wir sind die Einzigen, die das richtig machen und so, sondern wer Interesse hat, soll sich es anschauen und soll sich melden. Wer nicht, lasst es einfach bleiben und lasst sich berieseln. damit haben wir eigentlich dann so den Tag mal rübergebracht. Wir hatten dann so zwischendrin, mittendrin im Workshop so eine kleine Personensuchaktion. Ja, war sein eigenes Thema, das will ich da jetzt nicht näher ausschlachten. Also es ist nichts passiert. Es hat sich alles Gott sei Dank in Wohlgefallen aufgelöst. Aber ja, es ging halt da um einen Diabetiker, der ja halt irgendwie ein bisschen überfällig war und wir nicht wirklich wussten, wo er gesteckt ist und so weiter. Und ja, okay, egal. Also wie gesagt, ich will das da jetzt nicht ausschlachten. Ist auch absolut und überhaupt nicht notwendig. Es war halt so, aber es ist Gott sei Dank nichts gewesen, es war alles okay und hat sich Gott sei Dank nach einer guten halben Stunde in Wohlgefallen aufgelöst. Ja, dann haben wir den Workshop zu Ende gebracht, haben dann noch wie üblich beim Hansi im Hotel Kaiser Franz Josef drüben zu Abend gegessen und auch gemeinsam mit Dole, mit unserer Diätin, die eben den Workshop gemacht hat. Und sind dann natürlich am Abend wieder zusammengesessen im Gemeinschaftszelt. Und natürlich war auch der allabendliche Flug zum Mars wieder ein Thema und so ein paar andere Sachen natürlich auch. Ja, damit haben wir eigentlich den Samstag dann schon rübergebracht gehabt und der Sonntag war in der Früh nochmal die Möglichkeit, mit den Hunden rauszufahren und zu trainieren. Und gegen 10 Uhr haben wir dann begonnen, den Trail, also die ausgeschilderte Strecke, dann abzubauen. Und mit dem Abbau vom Gemeinschaftszelt haben wir in der Früh schon angefangen, sprich einmal Zelt ausräumen, alles was drin gestanden ist, von Musikanlage über Tische, Sesseln etc. pp. Alles was halt da drin war, Kocher und so weiter. Mal alles raus und wegräumen und dann halt so über den Tag dann so langsam dann auch das Zelt selbst und halt einfach unsere Sachen zu packen und dann abzureisen. Wir haben dann noch zu Mittag gegessen beim Hansi drüben im Hotel Kaiser Franz Josef und sind dann gegen, was war's, 2:30 sowas. Nein, muss früher gewesen sein. 2:30 ungefähr müsste es gewesen sein, sind wir dann weggefahren in Rohr. Ja, und seitdem sitze ich jetzt im Auto, bin aber schon ja, in ungefähr ja, einer Viertelstunde dann zu Hause, wahrscheinlich sind es sogar noch mal 10 Minuten, weil ich bin jetzt schon im ersten Ortsteil von Breitenfurt. Das heißt, ich fahre jetzt da ja, ungefähr 10 Minuten, wird es noch dauern, dann werde ich daheim sein. Dann heißt es natürlich das ganze Zeug wieder ausladen. Ich hoffe, dass euch der Bericht über unsere Trainingswoche mit den Schlittenhunden Spaß gemacht hat. Ich hätte gerne live aufgenommen,
mit ein paar Teilnehmern. Das hat sich aber leider irgendwie so jetzt in der Art und Weise nicht wirklich ergeben. Einfach auch deswegen, weil mir dafür die Vorbereitungszeit gefehlt hat, weil da hätte ich mich im Vorfeld mit den Leuten abstimmen müssen und dann hätten wir da vielleicht auch gleich diese versprochene Folge über die Schlittenhunde machen können, die ja schon seit ein paar Monaten so ein bisschen im Raum steht. Aber die ist nicht vergessen, keine Sorge, die kommt noch. Also lieber Gabriel, sorry für die Verzögerung, aber ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, die Themen wirklich auszuarbeiten und das mit denen, die das Interesse dafür bekundet haben, durchzugehen. Ich habe schon so zwei, drei Leute an der Hand, die da Interesse hätten, den Podcast mit mir aufzunehmen. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, dass ich das bei Zeiten noch schaffe. Aber wie gesagt, da muss ich mal noch die Themen aufarbeiten und mir dann noch mal einiges zusammensuchen. Und ja, mal schauen, wie das dann noch, wie wir das dann sozusagen dann in eine Aufnahme gepackt bekommen. Jo, in diesem Sinne, nachdem ich jetzt eh schon wieder lang genug quatsch, wünsche ich euch auf alle Fälle schon mal eine schöne Woche und viel Spaß bei euren Touren natürlich, so wie immer. Und ich hoffe, ich kann mich dann ohne weitere Verzögerungen dann nächste Woche wieder melden, wobei ich kann es momentan nicht versprechen, einfach weil es momentan in der Arbeit ziemlich rund geht und ich da auch ziemlich viele Überstunden momentan wieder mache und dementsprechend einfach nicht sagen kann, ob es sich dann nächstes Wochenende ausgehen wird, dass ich irgendwas mache, über was ich sinnvoll berichten kann. Ich versuche es auf alle Fälle, das Versprechen gebe ich euch, aber ob ich es schaffe, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich hoffe es natürlich sehr stark. Gut, dann wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Schaut, dass rauskommt. Euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at